Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. So it's with great, great excitement. Und deswegen mit größter Aufregung. That I want to welcome each and every one of you to this wonderful convocation, divine appointment 2018. Möchte ich euch alle herzlich willkommen zu dieser heiligen Versammlung, dieser göttlichen Termin 2018. I'm persuaded. Und ich bin wirklich überzeugt. I'm convinced. Also ich bin nicht nur überzeugt, ich bin überführt. That our lives will not be the same. Dass unser Leben nicht mehr dieselben sein werden. We have one of God's choice. Son, also unter uns haben wir wirklich einer der ausgewählten Söhne Gottes. That God is using mightily, and he, you know, God has used him to affect my own life. Und Gott verwendet ihn großartigerweise. Sogar mein Leben ist von dieser großartigen Verwendung betroffen. And we have the privilege to have him in our midst. Und für uns ist es ein Vorrecht, dass er unter uns ist. Pastor Gerald from Uganda. Nämlich Pastor Gerald aus Uganda. My Amen. Very, very good friend. Ein sehr guter Freund von Pastor David. Halleluja. Amen. 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 So he will be released to bring us the word in a moment. Also in einem Augenblick werden wir ihn loslassen, damit er loslegen kann. But I just want to lay the foundation. Doch ich möchte nur eine Grundlage präsentieren. And so we'll use this session, this first session, just to lay that foundation. Und wir verwenden einfach mal diesen ersten Teil, so was Grundlegendes zu erfahren. And then we'll have a break. Und dann gibt's eine Pause. Just to relax a little bit. Damit wir uns verschnaufen können. Refresh. Uns erfrischen können. And then we come to the second session. So, dann geht's mit einem zweiten Gang höher. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Are you ready for the word of God? Und seid ihr bereit für das Wort Gottes? Are you ready to know the truth? Seid ihr bereit, die Wahrheit zu erkennen? Halleluja. Halleluja. I'm so excited. Ich freue mich. You know, I've been waiting, praying and contemplating, meditating. Wisst ihr, ich habe gewartet, gebetet, ich habe meditiert, habe mich einfach so innerlich vorbereitet auf diesen Augenblick. And today here we are. Und heute sind wir hier. So please, let's turn our Bible to a very, very familiar verse of scripture. Lass uns bitte unsere Bibel aufschlagen zu einer sehr, sehr bekannten Bibelstelle. As we commence our journey, so wie wir unserer Reise nun beginnen, the truth that sets free. Nämlich zu der Wahrheit, die freisetzt. You know, one of the character of a Christian, eine der Eigenschaften eines Christen, is humility. Ist Demut. Because humility demands patience. Denn Demut verlangt Ausharren, Geduld. Because that which is needed to grasp the truth and allow the truth to have an effect in your life. Denn das, was es braucht, um die Wahrheit zu ergreifen, damit die Wahrheit, die ergriffen wird, Wirkung in deinem Leben zeigt, is number one, humility. Ist als erstes Demut, die and man number braucht. Two, patience. Und als zweites Ausharren. Because truth takes our soul through a process of transformation. Denn die Wahrheit führt unsere Seele durch einen Vorgang der Verwandlung. And through that process there can be instantaneous effect. Und durch diesen Vorgang kann auch plötzliche Geschehnisse, plötzliche Einwirkungen passieren. Healings. Heilungen zum Beispiel, Wiederherstellungen als Beispiel. But the objective of truth, doch das Ziel der Wahrheit, is to bring you to that place that God intended before we were created. Ist dich nämlich dorthin zu bringen, was Gott, und zwar vor unserer Menschwerdung, bevor wir geschaffen worden sind, nämlich beabsichtigt hat. To express his own very nature. Nämlich, dass wir seine eigene Natur zum Ausdruck auf Erden bringen. That we may walk in the truth. Damit wir in der Wahrheit wandeln. As he is in the truth. So wie er in der Wahrheit ist. In other words, to walk like God. Anders gesagt, wie Gott zu wandeln. To be his regent on earth. Nämlich Gottes Regent auf Erden zu sein. And through his nature, und durch seine Natur dominate that which holds man in bondage. Nämlich beherrscht man genau das,
was bisherhin die Menschheit beherrscht hat. So John 8, the verse number 32. Johannes Evangelium Kapitel 8, bitte aufschlagen, wir lesen Vers 32. John 8, the verse number 32. Johannes 8, 32. Now this is a statement that Jesus addressed to the Jews. Also hier ist eine Aussage, die Jesus über den, die Juden getroffen hat. No, he addressed it to a particular group of the Jews, because the Bible says it was those that believe in him. Nämlich, das ist eine Aussage, die Jesus zu den Juden gemacht hat, denn hier heißt es, diejenigen, die an ihn glaubten. And so, if we believe in Jesus, also wenn wir an Jesus glauben, there is something that Jesus will want you and I to know. Dann gibt es etwas, was Jesus möchte, dass du und ich erfahren. Jesus is the communicator of truth. Denn Jesus ist der Übermittler der Wahrheit. Because he embodies truth. Denn warum? Er verkörpert die Wahrheit. Now it is not sufficient to believe in Jesus. Also es reicht nicht aus, an Jesus zu glauben. You have to know what he conveyed. Also es ist wichtig auch an, also zu begreifen, was Jesus überhaupt trägt. Now, knowing that we are saved in him, nun, erkennend, dass wir in ihm gerettet sind, is great. Das ist großartig. It's awesome. Das ist wunderbar. But that is the beginning of the journey. Doch das ist genau der Anfang von der Reise. Because he wants to bring us to the knowledge of the truth. Denn er möchte uns dorthin bringen, nämlich zu der Erkenntnis der Wahrheit. So the verse 32, he said, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. You shall know in Christ the truth. In Christus werdet ihr die Wahrheit erkennen. And the truth that you will discover, und die Wahrheit, die du entdeckst, will make you free. Macht dich frei. Now Jesus is placing the truth in a very high esteem. Also Jesus hält die Wahrheit sehr hoch. So Jesus is not trying to say, I will set you free. Jesus sagt nicht, dass ich dich freisetzen werde. He said the truth will make you free. Sondern die Wahrheit macht dich frei. And so Paul tells us that Jesus is the truth. Und Paulus berichtet uns, dass Jesus die Wahrheit ist. Ephesians 4, the verse number 21. Das finden wir in Epheser 4, Vers 21. That the truth is in him. Nämlich die Wahrheit ist in ihm. He is the embodiment of the truth. Er verkörpert die Wahrheit. So what Jesus communicates to us, was Jesus, that makes us free, is the truth. Was Jesus uns übermittelt, was uns freisetzt, was uns frei macht, ist die Wahrheit. Amen. Amen. Why should we know the truth? Warum sollen wir die Wahrheit überhaupt erkennen? The truth is not something God is fabricating moment after moment. Also die Wahrheit ist nicht etwas, ist kein Produkt, die Gott Augenblick für Augenblick herstellt. No, the truth is that which is. Nein, die Wahrheit ist genau das, was gegenwärtig before ist. Before anything. Also bevor es überhaupt irgendetwas gibt. Before there is any beginning. Bevor es überhaupt einen Anfang gegeben hat, there is the truth. Gab es schon die Wahrheit. Now the truth is the preeminence of anything that is created. Die Wahrheit ist genau das, was vorherrscht, was vorher existiert hat, bevor überhaupt irgendetwas geschaffen wurde. And so we are called to know it. Und wir sind berufen, diese zu erkennen. Now, you don't know something for nothing. Also du erkennst nicht etwas umsonst, the für nichts. Is to be known so that it can be experienced. Die Wahrheit soll erkannt werden, damit die erkannte Wahrheit zur Erfahrung erlebt wird. Because you can't experience what you don't know. Denn das, was du nicht erkennst, kannst du niemals erleben. And so it becomes so particular for us to understand what the truth is. Dementsprechend wird es nun sehr einzigartig, sehr bestimmt zu erkennen, was die Wahrheit ist. Now it is very important for each and every one of us to know the sphere in which we have been placed in. Es ist wichtig für jeder von uns zu wissen, nämlich in welchem Raum, in welchem Bereich jeder von uns hineingestellt wurde. Amen. Amen. Now God has recreated us.
According to Colossians 3, the verse number 11, Gott hat uns wieder erschaffen, nämlich gemäß Kolosser 3, Vers 11. In Christ. In Christus. And now Jesus Christ is the truth. Nun aber ist Jesus Christus die Wahrheit. So as he is, so are we. Dementsprechend, so wie er ist, so sind wir auch. Now, if he is the embodiment of truth, wenn er die Verkörperung der Wahrheit ist, and we are the product of his death, burial and resurrection, und wir sind das Erzeugnis aus seinem Tod, Bestattung und Auferstehung, it means that you and I, our identity is the truth. Dann heißt es, dass du und ich, unsere Identität ist die Wahrheit. Now, the Son of God comes. Nun, der Sohn Gottes kommt. First John 5, the verse number 20. Das finden wir im 1. Johannes 5, Vers 20. The Son of God came. Der Sohn Gottes ist gekommen. And has given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in den Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Amen. Amen. So, this simply tells us, und das sagt uns einfach, that anything that is in the image and after the likeness of God is the truth. Dass alles, was in Gottes Ebenbild und in Gottes Ähnlichkeit ist, ist die Wahrheit. Amen. Amen. So the truth is anything that is in the image of God and after his likeness. Dann bedeutet das, dass die Wahrheit alles ist, jede Sache ist, die nach Gottes Ebenbild und in Gottes Ähnlichkeit ist. Hebrews 1, the verse number 2 and 3 tells us that Jesus Christ is the express image of God. Hebräer 1, Vers 2 und 3 berichtet uns, dass Jesus nämlich das Ebenbild, der Abdruck Gottes ist. Amen. Amen. He's the image of God. Er ist Gottes Ebenbild. So he is the truth. Also ist er die Wahrheit. Because he's the image of God. Weil er Gottes Ebenbild ist. And we have been recreated in Christ. Und wir, after the image of Christ. Und wir sind in Christus wieder erschaffen nach dem Ebenbild Christi. And so we are. The truth. Dementsprechend sind wir die Wahrheit. Amen. Amen. Now, this is our true identity. Und das ist unsere wirkliche Identität. And so Jesus says, you will know the truth, and the truth will set you free. Und Jesus sagte, du erkennst die Wahrheit, und die Wahrheit macht dich frei. You will know who you truly are. Du wirst wirklich erkennen, wer du bist. And the knowledge of yourself, und die Erkenntnis deiner selbst will bring freedom, bringt dir Freiheit. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so, the word tells us, das Wort berichtet uns, that eternal life is to know the true God. Nämlich in Johannes 17, Vers 3, ewiges Leben heißt, Gott zu erkennen. And Jesus Christ, whom he sent. Nämlich den wahren Gott und Jesus Christus, seinen Gesandten. Is to know God. Ja, die Wahrheit ist, Gott zu kennen. And so God is the truth. Gott ist die Wahrheit. And so when we know God, wenn wir Gott kennen, we know who we are. Dann erkennen wir, wer wir sind. And we become an experience, we become, you know, a demonstration, a witness of the truth. Und so werden wir nun Beweisstücke. So werden wir nun Zeuge der Wahrheit. So the purpose here on earth, also unser Zweck auf Erden, is to be an expression of the truth. Ist wirklich ein Ausdruck der Wahrheit zu sein. Amen. Amen. Is to experience the truth. Ja? Unser Zweck auf Erden ist dafür da, die Wahrheit zu erfahren. But the truth
that you don't know, you cannot experience. Doch die Wahrheit, die du nicht kennst, kannst du auch nicht erfahren. John 18. Johannes Evangelium 18, bitte aufschlagen. Jesus was confronted by Pilate. Und hier ist Jesus durch Pilatus konfrontiert. The verse number 37. Johannes 18, wir lesen Vers 37. Pilate therefore said unto him, art thou a king then? Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus answered, thou sayest that I am a king. Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. So Jesus says, for this cause, ja, zu diesem Zweck, sagte Jesus, into this world, bin ich in diese Welt hineingekommen. The purpose was for me to bear witness of the truth. Mein Zweck war nämlich, der Wahrheit zu bezeugen. In other words, I am here to experience the truth. Anders gesagt, ich bin hier auf Erden, um die Wahrheit zu erfahren. I'm here to make the truth visible. Ich bin hier gekommen, damit die Wahrheit sichtbar ist. To express the life of the truth. Ja, damit das Leben der Wahrheit Ausdruck findet. So he said, everyone that is of the truth heareth my voice. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. So John said that we are in him. Johannes sagte, dass wir in ihm sind. So we are in the truth. Also sind wir in der Wahrheit. Who he is who we are. Das heißt, wer er ist, das sind wir auch. So our journey on earth, unsere Reise auf Erden also, is to know the truth, ist wirklich die Wahrheit zu erkennen. And the purpose of our knowledge of the truth, und der Zweck, der Grund, warum wir die Wahrheit erkennen, is to experience the truth. Ist, damit wir diese Wahrheit auch erfahren. Now, the truth, die Wahrheit, is eternal life. Ist ewiges Leben. It's not only a person, ist nicht nur eine Person, it's the life of the person, sondern es ist auch das Leben dieser Person. And so we are here on earth, dementsprechend sind wir auf Erden to da, express the life of God. Um das Leben Gottes zum Ausdruck it zu bringen. Becomes interesting. Nun wird es interessant. Please, I want us to get this. Ich möchte, dass wir Folgendes begreifen. Now, God placed us in a world, Gott hat uns in einer Welt hineingestellt, which has a contrary nature to the truth. Die eine gegensätzliche Natur zur Wahrheit hat. Now you've been placed in a world. Nun bist du in einer Welt hineingestellt. In this world. In dieser Welt. The nature of the world is contrary to the nature of the truth. Ja, die Natur, die Vorgehensweise der Welt ist völlig gegensätzlich zu der Vorgehensweise und die Natur der Wahrheit. You and I. Du und ich, we are of the truth. Wir sind aus der Wahrheit. We are not of this world. Wir sind nicht nach dieser Welt. But we have been placed in this world. Doch wir sind in dieser Welt hineingestellt. Now the truth is absolute. Nun, die Wahrheit ist absolut. In the realm of the truth, im Bereich der Wahrheit, everything that pertains to the truth, alles, was die Wahrheit angeht, has no opposite. Hat keinen Gegenteil. It is a realm of oneness. Es ist ein Bereich der Einheit. It's a realm of absoluteness. Es ist der Bereich wirklich der Absolutheit. Everything that pertains to the truth is perfect. Alles, was die Wahrheit angeht, ist vollkommen. Everything that pertains to the truth is life. Alles, was die Wahrheit angeht, ist Leben. Everything that pertains to the truth is holy. Alles, was die Wahrheit angeht, ist heilig. Everything that pertains to the truth is love. Alles, was die Wahrheit angeht, ist Liebe. So there is no opposite to the attributes of the truth. Dementsprechend im Bereich der Absolutheit gibt es kein Gegenteil zu den Eigenschaften der Wahrheit. This is who you and I are. Aber genau das bist du und das bin ich. Now, Jesus says, you will know this truth about you. Und Jesus sagte, du wirst
diese Wahrheit über dich erkennen, it will free you from the world that I've placed you in. Und diese Erkenntnis über die Wahrheit über dich macht dich in dieser Welt der Gegensätzlichkeit frei. Amen. Amen. Because the nature of the world, denn die Natur der Welt is relative. Ist relativ. Amen. Amen. Now, do we see the difference? Also, kommt dieser Unterschied uns klar? The nature of the truth, ja, die Natur der Wahrheit is absolute, das ist absolut, is eternal, ist ewig, is heavenly, ist himmlisch. The nature of the world, und die Natur der Welt is relative, ist relativ, is changing, ist verändernd. Everything that is in this world, alles, was sich in dieser Welt befindet, has an opposite. Hat immer ein Gegenteil. If there is an up, there is a down. Ja, wenn es oben gibt, dann gibt es unten. If there is a past, there is a future. Ja, wenn es eine Vergangenheit gibt, dann gibt es auch eine Zukunft. If there is something hot, it must be it, or it must have its opposite cold. Genau, wenn irgendwas heiß ist, es gibt immer das Gegenteil davon, nämlich kalt. Amen. Amen. If there is health, there must be sickness. Ja, wenn es Gesundheit gibt, dann gibt es die Krankheit dazu. So this world is a place of imperfection. Dementsprechend ist diese Welt ein Ort der Unvollkommenheit. But you and I, doch du und ich, we are perfect. Wir sind vollkommen. You and I, we are absolute. Du und ich, wir sind absolut. You and I, we are eternal. Du und ich, wir sind ewiglich. You and I, we are holy. Du und ich, wir sind heilig. You and I, we have been sanctified. Du und ich, wir sind geheiligt. Now we've been placed in a world, nun, wir sind in einer Welt hineingestellt, that is changing, die sich verändert. So the nature of the world, dementsprechend die Natur der Welt and your nature und deine Natur, are contrary. Die sind Gegensätze. That is the truth many Christians doesn't know. Doch diese Wahrheit kennen viele Christen gar nicht. When the gospel communicates to them their perfection, wenn das Evangelium ihnen übermittelt, dass sie vollkommen sind, they judge themselves or they define themselves from their experience, having been held captive by the nature of the world. Ja, sie definieren sich und zwar entsprechend ihrer Erfahrungen auf dieser Erde, obwohl sie hier auf Erden in diesen gegensätzlichen Welt gefangen sind. Today you feel good. Heute fühlst du dich gut. Tomorrow's circumstances changes and your mood has reduced. Morgen ändern sich die Umstände, ja, die Aktien fällen in den Keller, ja, Konto ist auf Minus, was passiert? Dann ändert sich auch die Laune entsprechend. You define yourself. Also du definierst dich from this event. Aus diesen Ereignissen. You've been held captive. Dann bist du gefangen genommen worden. Du bist in Gebundenheit you dadurch. Have been a slave. Du hast dich also knechten lassen. By the place in which God has placed you in. Und zwar durch den Ort, in dem du von Gott hineingestellt so wurdest. When the truth came, also als die Wahrheit kam, he said, sprach die Wahrheit, for this cause, zu diesem Zweck I was born, bin ich geboren, to bear witness, nämlich Zeuge zu sein of the truth. Von der Wahrheit. Where is he to bear the witness of the truth? Now, wo soll er nun dieses Zeugnis über die Wahrheit geben? In the world. Nämlich in dieser Welt. In the realm of relativity. Nämlich in diesem Bereich der Relativität. So our true salvation, dementsprechend unsere wirkliche Errettung, is to know who we are, ist zu erkennen, wer wir sind. In the midst of a changing world, inmitten einer verändernden Welt. Whatever changes around you, was sich auch immer um dich herum ändert, does not change who you are. Das ändert nicht, wer du bist. Because the truth does not change. Denn die Wahrheit ändert sich nie. But the truth changes everything. Doch die Wahrheit selber ändert alles. This is what makes us awesome. Aber das macht uns doch großartig. And so Jesus says, you will know the truth. Dementsprechend sprach Jesus, du wirst die Wahrheit erkennen. You will understand who you are. Du wirst begreifen, wer du bist. You will discover who you are. Du entdeckst, wer du bist. And the discovery of your true essence. Und die Entdeckung deines wirklichen Wesens will overcome the world. Überwindet die Welt um dich herum. Halleluja. Halleluja. He that is in me, derjenige, der in mir wohnt, is greater than he that is in the world. Ist größer als derjenige, der in der Welt ist. We have been called to overcome the world by the nature
that we have received from God. Wir sind berufen worden, die Welt zu überwinden durch die Natur, die wir aus Gott empfangen haben. Amen. Amen. So, you and I, du und ich also, we are an embodied truth. Wir sind die Wahrheit verkörpert. Living in a relative world. Und wir leben in einer relativen Welt. For the purpose of experiencing the true nature of our being. Nämlich zu dem Zweck, dass wir die wirkliche Natur unseres Wesens erfahren. Amen. Amen. I don't know whether you've got me. Also ich weiß nicht, ob du genau diese Aussage begriffen hast. Ich weiß es nicht. We are the embodiment of the truth. Wir sind die Verkörperung der Wahrheit. Now, this body that you see, also dieser Leib, den ihr seht, is the cloth, ist nur der Mantel, ist nur die Umhüllung of the truth, von der Wahrheit. The real you, also dein wirkliches Du, has been embodied, wurde schon verkörpert, has been given a body, wurde schon einen, mit einem Leib ausgestattet, so that you live in this changing world, damit du in dieser verändernden Welt, for the sole purpose, nämlich zu dem einzigen Zweck, to be a witness, nämlich Zeuge oder Zeugin zu sein, to be an expression, einen Ausdruck zu sein of the truth, von der Wahrheit. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. You know, when we talk of the truth, wenn wir über die Wahrheit sprechen, we're talking of the Spirit. Wir reden über den Geist. Jesus called the Spirit of God, the Spirit of Truth. Jesus nannte den Geist Gottes den Geist der Wahrheit. The Spirit and the Truth. Nämlich der Geist und die Wahrheit are one. Sind eins. Amen. Amen. So let me put it maybe in a way you will understand. You are an embodied spirit. Also ich sag's mal anders. Du bist einen Geist, du bist ein Geist, der verkörpert ist, der umhüllt ist. Having an earthly experience. Und du machst eine irdische Erfahrung durch. Amen. Amen. You understand that one, right? Nun, da, also das kommt dann bei dir an, oder? Amen. So you are an embodied truth. Also, du bist die Wahrheit, die umhüllt ist. And you're having an earthly experience. Und du machst eine irdische Erfahrung durch. Amen. Amen. So in order for us to live our purpose on earth. Damit wir unsere Bestimmung auf Erden erfüllen, we must know the truth. Müssen wir die Wahrheit erkennen. Halleluja. Halleluja. You must know the truth. Du musst die Wahrheit erkennen. The truth is not something somewhere. Also die Wahrheit ist nicht irgendetwas irgendwo. Amen. Amen. You are the truth. Du bist die Wahrheit. That is the mystery. Genau das ist das Geheimnis. You are the truth. Du bist die Wahrheit. The truth is not something you will discover. Also die Wahrheit ist nicht irgendetwas, was du irgendwann irgendwo entdecken sollst. The truth is you. Nein, die Wahrheit bist du und die Wahrheit bin ich. That we need to discover. Und wir müssen uns entdecken. When you discover who you are, wenn du entdeckst, wer du bist, you overcome the world. Dann überwindest du die Welt. And who we are, und wer wir sind, is who Christ is. Ist genau der Christus ist. Because Christ is the truth. Denn Christus ist die Wahrheit. He says, sanctify them by the truth. Heilige sie durch die Wahrheit, hieß Thy es. Word is true. Denn dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. We are the word of God embodied. Wir sind das Wort Gottes verkörpert. He says, I am the Lord. Ich bin der Herr. I change it not. Und ich ändere mich nie, spricht er. You know, if you take away fear, wenn du die Furcht wegnimmst, you take away worries, und du nimmst die Sorgen weg, you take away doubt, und du nimmst den Zweifel auch weg, what we call problem in the world, das, was wir Probleme in dieser Welt nennen, will cease to be a problem. Ja, wird aufhören, Probleme zu sein. Mhm, come on.
Any life situation. Und zwar in jeglicher Lebenssituation. If you take away fear. Wenn du die Furcht aus dieser Situation rausnimmst. You take away worry. Du nimmst die Sorge raus. You take away doubt. Du nimmst den Zweifel aus der Situation. That situation ceases to be called a problem. Dann hört diese Situation auf, Problem genannt zu sein. So that is why those that know who they are. Und deswegen diejenigen, die erkennen, wer sie sind. What you call problem, they don't call problem, also, because they don't recognize it as problem. Das, was du Problem nennst, nennen sie gar kein Problem. Denn warum? Sie sehen das nicht als Problem. Because the truth. In the truth, there is no fear, there is no doubt, there is no worry. So when you come to discover that yourself, the true you is eternal, the true you is unchanging. When you come to discover who you are, you walk in this world problem free. It doesn't mean that life situation does not hit you. But because the element of fear and worry and doubt has been taken away through the discovery of who you are, you look at the problem and the venom of the problem has no effect over you because you have discovered the truth and you're walking in freedom in the midst of hostility. This Amen. Is what Jesus is saying, that Amen. You can only experience freedom when you discover the truth. Amen. Halleluja. Und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen, dass in der Wahrheit gibt es keine Sorgen, in der Wahrheit gibt es keinen Zweifel, in der Wahrheit gibt es keine Furcht. Und dementsprechend, wenn du entdeckst, wer du bist, nämlich die Wahrheit, denn die Wahrheit ändert sich nie. Die Wahrheit ist nicht wie das Wetter oder wie die Laune, sondern die Wahrheit ist immer gleichbleibend. Wenn du das entdeckst, was tust du? Da bist du in der Lage, in dieser Welt zu wandeln, um Dinge zu begegnen und bist in der Lage, diese Dinge zu ändern, ohne dass du selber untergehst. Wenn du entdeckst, wer du bist, ohne Furcht, ohne Zweifel, ohne Sorgen, was bist du? Der oder die Überwinder. Halleluja. Amen. Paul says that we can do nothing against the truth. Paulus traf diese Aussage, dass gegen die Wahrheit können wir nichts tun. But for the truth. Sondern nur für die Wahrheit. We can do. Ja. Können wir was tun? Where is the place that we've called to do? Ja, also wo ist der Ort, wo wir berufen sind, etwas zu tun? In this world. Nämlich in dieser Welt. In heaven there is no work for you to do. Wenn du in dem geografischen Himmelswelt bist, da gibt es nichts für dich zu tun. Amen. Amen. Everything that we need to do is here. Alles, was wir zu tun haben, gibt es hier auf Erden. In the realm of heaven. Denn in diesem Bereich des Himmels. Is you waking up to your beingness? Ja, du wachst nur auf wirklich zu dem, was du schon bist. There's nothing for you to do. Es gibt nichts, was du tust oder tun solltest. Because God has done everything. Denn warum? Dort hat Gott alles getan. But here. Doch hier. We have been given the privilege. Also uns ist das Privileg gegeben worden. To share his co-creative ability. Nämlich seine schöpferischen Fähigkeiten mit ihm, mit Christus zu teilen und aber auch zu erfahren. Everything that is seen, alles, was sichtbar ist, is created by the truth. Wurde durch die Wahrheit geschaffen. And so our walk in this world, dementsprechend unser Wandel auf Erden is creative. Ist schöpferisch. Our work in this world, unser Wandel auf dieser Welt, is creative. Ist kreativ. Every circumstances that you find yourself in. In jeder Umstand, in jedem Umstand, in jeder Situation, in der du dich befindest. Amen. Amen. I want to be careful here. Every situation you find yourself in. In jeder Lage, in der du dich befindest. You have been a creator of it. Warst du mal, ich sag's mal vorsichtig, warst du mal mitbeteiligt in der Erschaffung dieser Umstand? Given to you and I that ability. Denn Gott hat dir und mir diese Fähigkeit, mit dieser Fähigkeit ausgestattet. Because what you conceive in your mind, denn das, was du in deinem Sinn empfängst, is what you will produce. Ist genau das, was aus dir hervorkommen wird. Amen. Amen. And so God wants us to know.
Deshalb möchte Gott, dass wir erkennen. Because what we know, denn das, was wir erkennen, is what we are going to experience. Ist genau das, was wir erfahren werden. Amen. Amen. So the truth is a person. Die Wahrheit ist eine Person. It's not a thing. Ist keine Sache. And if it's a person, und wenn die Wahrheit eine Person ist, has emotion. Dann hat diese Wahrheit Emotionen. It has a feeling. Dann hat diese Person Gefühle. The feelings of the truth or the emotion of the truth is love. Und die Gefühle, die Emotionen der Wahrheit ist die Liebe. When you contact the truth, wenn du der Wahrheit begegnest, when you discover who you are, wenn du entdeckst, wer du bist, every condition of restriction and limitation and impossibility is broken from you. You begin to look at others, you begin to look at situation from the perspective of your unlimitedness, of your potential, and from that premise you begin to discover or you begin to recreate the world that you want. Amen. Because the world is created by the truth. And so when you know the truth and the truth is imprint in your mind, that Amen. Truth will push forth an out picture in the world that you are. So it is so important for you and I to be an agent of transformation of the world, because it is only through the truth that God's agenda can be established. Amen. And he cannot do anything without you and I. Hallelujah. Hallelujah. That is the reason Jesus Christ lives in you and me. Amen. 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 Von hinten angefangen, der Grund, warum Jesus Christus in dir und in mir lebt, ist ganz einfach. Ohne dich und mich kann Gott auf Erden nichts bewirken. Und deshalb ist es wichtig für uns, dass wir uns wirklich entdecken. Wir entdecken, dass wir die Wahrheit sind. Wir entdecken den Christus, den Gott uns gemacht hat auf Erden. Was würde denn passieren, wenn wir dies entdecken über uns, diese Wahrheit? Erstmal fallen die ganzen Mauern nieder. Die ganzen Begrenzungen, Limitierungen, ich kann nicht und ich darf ja nicht und ich bin dies und ich bin jenes, die fallen ab. Dann fangen wir an zu sehen, wer wir sind in Christus, nämlich genauso wie Gott. Und was macht das mit unserer Seele? In unserer Seele werden die Bilder der Liebe geschaffen, die Bilder der Unbegrenztheit, die Bilder, die Gott selber in sich trägt, werden in uns gebildet. Und so sind wir auch in der Lage, unsere Welt neu wieder zu erschaffen. Das bedeutet, alles, was wir vorher geschaffen haben, durch diese Fähigkeit sind wir in der Lage, alles wieder umzukehren und zu korrigieren. Und dementsprechend leben wir als Überwinder auf Erden. The truth, die Wahrheit, does not live against. Lebt nicht dagegen. The truth does not live a defensive life. Die Wahrheit führt kein verteidigendes, abwehrendes Leben. Okay, let me draw back a little bit. Also jetzt schreite ich ein bisschen zurück. I said the truth. Ich sagte vorhin, dass die Wahrheit absolut. Ist absolut. So, anything apart from the truth, alles außer der Wahrheit is not true. Ist gar nicht wahr. Amen. Amen. So, the truth does not go against what is not true. Dementsprechend geht die Wahrheit nicht, und zwar mit brachialer Gewalt, gegen das, was nicht wahr ist. Mm-hmm. But the majority of Christianity, we do the opposite. We are fighting against anything movable. Und genau das Gegenteil erleben wir in der Mehrheit im Christentum. Ja, wir bekämpfen alles, was bekämpfbar ist. Amen. Amen. That's why we are fatigued. We are tired. Und deshalb sind wir so müde und so, ich sag mal, so ermattet. Christen zu sein. Ja. Paul says that we can do nothing against the truth, but for the truth. Und Paulus hat ausgesagt, wir können nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. Amen. Amen. The truth is already established. Die Wahrheit ist schon gegründet, ist schon fundiert. Amen. Amen. That is why Jesus says it is finished. Und deshalb sagt er Jesus, es ist vollbracht. Eternal life is available. Ewiges Leben steht nun zur Verfügung. It's in you. Und das ist in dir. Holiness is available. Heiligkeit steht zur Verfügung. It's who you are. Und genau das bist du. Righteousness is available. Die Gerechtigkeit steht That zur Verfügung. Is who you are.
Das bist du. You need nothing to fight against for you to be holy. There is no sin to fight against. When your mentality is to fight against sin so that you may demonstrate your holiness, you will begin to walk a sinful life. Just the mentality of having to conquer sin is already sin, because you have missed the mark. The mark has been established in Christ. You know that sin has been eradicated. You know that shame has been taken away. Poverty has been taken away. So you are living for life. You are living for riches. You are living for abundance. This is the mindset of the one who have discovered the truth. The one who knows the truth. He's living for the truth. Amen. Amen. Und dem Halleluja. Halleluja. Und das ist einfach. Es ist wichtig zu begreifen, dass als die Wahrheit brauchst du nicht gegen die Sünde zu kämpfen. Du brauchst dich nicht zu beweisen, indem du gegen irgendwas kämpfst, damit du zeigen kannst, ich bin heilig. Alleine dieser Kampf, alleine dieser Einstellung, ich muss etwas bekämpfen, damit ich heilig bin, ist schon sündhaft. Denn warum? Das bedeutet, das, was Gott getan hat, erkenne ich nicht an. Nur das, was ich erkämpfe, nur das, was ich bestreite, das erkenne ich an. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass Gott hat uns berufen, nämlich zu der Erkenntnis, dass die Sünde ist schon weggenommen. Nämlich der Tod ist schon weggenommen. Die Finsternis ist schon entfernt. Wir sind aus dem Reich der Armut rausgebracht worden. Wir sind aus dem Reich der Furcht, aus dem Reich der Ungerechtigkeit, aus dem Reich der Schuldgefühle wurden wir schon rausgenommen. Wir sind schon in Christus gelegt. Wir sind schon heilig. Und es ist wichtig, wenn wir dies erkennen, alleine die Einstellung, dass so wie er ist, so bin ich, bringt mich zu dem Punkt der Überwindung. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. 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 Amen. Abba Vater. Woo! We're not going to be the same again. Also, wir werden nicht mehr dieselben sein. Amen. Amen. From after this conference. Also nach dieser Konferenz. You will have to make a decision. Also wirst du eine Entscheidung treffen müssen. To live for the truth. Nämlich für die Wahrheit zu leben. Amen. Amen. To be a witness of the truth. Nämlich ein Zeuge oder eine Zeugin der Wahrheit zu sein. When you walk in the truth, wenn du in der Wahrheit wanderst, you are expressing the work of love. Ja, drückst du die Liebe aus. Because freedom, denn Freiheit, means that there is no limitations. Bedeutet, es gibt keine Begrenzung. It means there is no condition attached. Es bedeutet, dies ist bedingungslos. There is no obligation. Es gibt keine Verpflichtung dahinter. This is what agape is all about. Also ich sage es in meinen Worten, Agape ist keine Versicherung mit Kleingedruckten, die du nur unterschreiben musst. Amen. Amen. Unconditional. Bedingungslos. This is what Jesus is referring to, freedom. Genau darauf bezog sich Jesus, als er über Freiheit gesprochen hat. You are free to be who you want to be. Nämlich du bist frei, genau der zu sein oder die zu sein, den du sein möchtest. It's dangerous, right? Und das ist gefährlich, oder? Amen. But you can only be that when you know the truth. Doch das kannst du nur sein, wenn du die Wahrheit erkennst. So when God gives you the truth, he says go and live the way you like. Also wenn Gott dir die Wahrheit gibt, sprich er gibt dir sich selbst und dann sagt er geh und lebe so wie du möchtest. Because the truth is the nature of God. Denn warum? Die Wahrheit ist die Natur Gottes. When you embrace the truth, you will live like God. Wenn du die Wahrheit aufnimmst und nicht nur anschaust, wenn du die Wahrheit aufnimmst, dann lebst du wie Gott. So God will not be a watchman. Also Gott wird kein Wächter sein, kein Bodyguard. He won't be a policeman and ja? Say, do this, don't do this. Er wird kein Kripo sein, der immer guckt, naja, machst du das richtig oder so? Ja? That's why he took away the law. Und deshalb hat Gott das Gesetz weggenommen. He gives you his nature. Er hat dir seine Natur gegeben. And his nature is the nature of love. Und seine Natur ist die Natur der Liebe. He says, now I have freed you. Und er sagte, nun setze ich dich frei. Everything which is an opposition to you, alles, was eine Opposition darstellt für you dich, have come into the realm of the truth, du bist in diesen Bereich der Wahrheit hineingekommen. And in that realm there is no opposite. Und in diesem Bereich gibt es keinen Gegensatz. So what you know of that realm, also was du von diesem Bereich kennst, is that which that knowledge that you use to live in the world that mit, I've placed mit you dieser in. Erkenntnis
lebst du in dieser Welt der Relativität. Amen. Amen. We are in this world. Wir sind in dieser Welt. We are not of this world. Doch wir sind nicht aus dieser Welt. Our mission, unser Auftrag is to leave God, ist wirklich, Gott auszuleben, Gott zu erfahren in, this world. In dieser Welt. So that's why I said in the beginning, und deswegen sagte ich am Anfang, when you contact the truth, wenn du die Wahrheit aufnimmst, there will be momentary impact. Dann gibt es so, ich sag mal so, augenblickliche Erlebnisse. Momentary transformation. Ja, augenblickliche Verwandlungen. Which the Bible refers to as healing. Und das bezieht sich die Bibel hierauf als Heilung. Amen. Amen. The word das, heals. Das Wort heilt. He sent his word and he healed. Er sandte sein Wort und sein Wort heilt. But the beginning of healing is the beginning of our minds. Doch the healing of our minds. Der Anfang der Heilung ist die Heilung unserer Gesinnung. So our mission, unser Auftrag this week, in dieser Woche is to take away lies, ist wirklich die Lügen zu entfernen, zu entwurzeln aus unserer Gesinnung, that we may live a life of freedom. Damit wir ein Leben der Freiheit führen you know, können. Religion doesn't like freedom. Also wisst ihr, die Religion hasst die Freiheit. Because religion strives on fear. Denn die Religion, ja, die Religion treibt, die Religion wird beflügelt und zwar auf Furcht. Amen. Amen. So where there is no fear, also dort, wo es keine Furcht gibt, there is liberty. Dort gibt es Freiheit. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Father. Danke, Vater. Just be on your feet. Lass uns bitte aufstehen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Aber Vater. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. I feel like jumping. Ah, ich möchte springen. Thank you, Father. Aber Vater. Lift up your hands to the Father. Erhebe deine Hände zum Vater. You are not what you think you are. Du bist nicht das, was du denkst über dich. You are who God knows you. Also du bist Gottes Erkenntnis. It's what God knows of you. Es geht darum, was Gott über dich kennt. That is what will overcome the world. Genau das überwindet die Welt. Jesus says, if you believe in me, Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, you will overcome the world. Überwindest du die Welt. Be of good cheer. Sei guten Mutes. For I have overcome the world. Denn ich hat die Welt überwunden. Jesus is in you. Jesus ist in dir. He has overcome the world. Er hat die Welt überwunden. You are the truth. Du bist die Wahrheit. You are the definition of the truth. Du bist die Definition der Wahrheit. Everything contrary to who you are. Alles, was gegensätzlich ist zu dem, wer du bist. Is not to be acknowledged. Die soll gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Is not to be accepted. Die soll nicht angenommen werden. We have come to this holy mountain. Wir sind zu diesem heiligen Berg gekommen. To defy the things that the world calls real. Um die Dinge zu trotzen, was die Welt real nennt. No, it doesn't matter what you feel in your body. Egal was du spürst in deinem Leib. It doesn't matter what you are going through in es your life. Keine Rolle, was du im Leben durchmachst. If you can contact the truth, wenn du nur die Wahrheit annimmst, that you are unchanging, dass du unverändert bist. There is nothing in this world, es gibt nichts, was dich verändern kann. That can change who you are. In dieser Welt. Listen to me, people of God. Hört mir zu, Volk Gottes. Eternal life, ewiges Leben, influences everything, beeinflusst alles. But nothing is influenced by eternal life. Doch nicht beeinflusst ewiges Leben. You have the life of God. Du trägst das Leben Gottes. Receive your freedom. Empfange deine Freiheit. Let your mind be free. Deine Gesinnung ist losgebunden. Let your mind be free. Deine Gesinnung ist freigesetzt. This evening. Heute Abend, we declare you free. Erklären wir dich für frei. You are not handicapped. Du bist nicht behindert. You are not limited. Du bist nicht begrenzt. You are not impossible. Du bist nicht unmöglich. You have the capacity. Du trägst die Fähigkeit. You have the ability. Du trägst die Möglichkeit. By the one who lives in you. Durch denjenigen, der in dir lebt. He is unchanging. Er ist unverändert. He has the power to create everything. Er hat die Kraft, alles zu erschaffen. This day we want to release you.
Heute setzen wir dich frei. These 3 days, in diesen 3 Tagen, we want to release you to your freedom, wir möchten dich zu deiner Freiheit loslassen. That you will know the purpose why you are here. Damit du erkennst, warum du hier bist auf Erden. You are here to dominate. Du bist hier, um zu beherrschen. You are here to master this. Du bist hier, um zu regieren. To master this changing world. Dass du dieser verändernde Welt meisterst. Take away every form of limitation in your mind. Nimm alle Begrenzungen aus deiner Gesinnung raus. Don't give any excuse. Also mach keine unnötigen Einwände oder Vorwände mehr. Square your shoulder high. Es ist Zeit, dass du deine Schulter hochhältst. And be ready to confront every situation. Und sei nun bereit, jegliche Situation zu begegnen. By holding on to the truth. Indem du die Wahrheit festhältst. Thank you, Father. Danke, Vater. Lift up your hands and say, Abba, Father. Abba, Vater. Abba, Father. Abba, Vater. Abba, Father. Abba, Vater. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nothing compares to this. What a beautiful name.